Hallo meine Lieben, ich bin wieder da mit einem Video und zwar wieder mit einem Haul von ja, den Produkten, was ich wieder bestellt habe für meine Facebook-Gruppe Kleine Schatzkiste, wo ihr natürlich auch sehr gerne reingucken könnt. Ich werde euch den Link, sofern ich dran denke, wieder verlinken und in der Infobox auf jeden Fall. Und so habe ich wieder bei meinem, ich habe zwei Bestellungen hier und eben von einem neuen Händler wieder und ja, von noch einem. Und die beiden zeige ich euch jetzt wieder zusammen. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch zusammen gemacht. Und Scrapberry werde ich wieder einzeln machen. Das dauert auch ein bisschen länger immer, bis das hier ist. Ich denke mal, das wird erst, ja, eine gute Woche hier sein. Genauso wie Doreenbeets, das kommt auch noch. Allerdings, wenn ihr dieses Video seht, sind die anderen beiden Videos wahrscheinlich schon oben. Von daher ist es eigentlich eh egal, was ich euch erzählen tue. Weil ich werde die Videos, wie gesagt, immer jetzt erst hochladen, wenn alle ihre Sachen bekommen haben, weil viel immer bei ist, was auch Überraschung ist oder so. Und was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, was ich euch trotzdem zeigen möchte. Und daher filme ich das vorab und lade es eben erst hoch, wenn alles angekommen ist bei den Personen. Und ja, dann fange ich erstmal wieder an mit den ja, beiden Bestellungen. Erstmal mit einer und danach kommt nochmal eine andere. Ja, erstmal der neue Händler. Und zwar hat mich jemand gefragt aus meiner Gruppe, ob ich ein ja. Ein. Ich komme nicht drauf. Ein Falzbrett besorgen kann. Und zwar ein großes in 30x30 und am besten mit Zentimeter, glaube ich, wollte sie. Und ja, konnte ich. Ist auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Es ist aber auch alles einzeln in diesem Board, glaube ich. Und das sind doch wirklich nur Zentimeterangaben oder auch halbe Zentimeter sind hier wohl noch mit bei. Wie ihr das da sehen könnt. Habe ich vorher auch noch nie gesehen. Dieses Dreieck, das kennen viele auch. Also ich selber komme mit dem Dreieck nicht klar. Ich habe nämlich auch so ein Falzbrett in der Größe und auch so ein Dreieck dazu. Aber ich komme damit nicht klar, wie man das machen tut. Überhaupt gar nicht. Dann eben ein Falzbein natürlich ist dabei. Relativ großes. Ja. Ist eben ein 30x30 oder auch 12x12 Inch. Ja, das könnt ihr bei mir erwerben, wenn ihr noch eins möchtet. Das ist zum Falzen, zum Briefumschläge machen, zum Abmessen, also auch zum Draufarbeiten, glaube ich, weil ich glaube, auf der anderen Seite ist eine Arbeitsfläche. Das könnt ihr wirklich für alles Mögliche verwenden. Das lege ich mal zur Seite. Dann habe ich mir mitbestellt Folien. Das sind 30x30 Folien. Kann ich dort auch bestellen, falls ihr selber auch Interesse an sowas habt. Ich habe die jetzt mitbestellt für meine Kreativpacks. Die gibt es jetzt neu bei mir. Und ich will die eigentlich da drin einpacken. Ich weiß aber noch nicht, ob das so klappt. Also. Kann auch sein, dass ich die dafür jetzt nicht verwenden tue. Ich weiß es noch nicht. Da sind eben wirklich Zellglasbeutel. Da sind, ich glaube, 30 drin. Da steht jetzt aber auch nichts drauf. Ich glaube, es waren 30. Ja, 30 Stück. Da habe ich was gefunden. Die Kreativpacks, die werde ich euch auch noch vorstellen. Das wird auch noch ein extra Video und das wird gleichzeitig ungefähr mit diesem Video relativ hochkommen. Damit ihr sehen könnt, was es. Ja, bei mir zu erwerben gibt. Die Kreativpacks, die gibt es jetzt immer alle 2 Monate. So, ich musste kurz unterbrechen. Ihr habt es ja gehört. Meine Hunde haben wieder mal gebellt. Die Post kam. Ja, sie hat nichts weiter gebracht, weil die Bestellung, die ich erwartet habe, kam mit anderen heute. Aber die Hunde bellen eben, wie gesagt, jedes Mal und deswegen habe ich unterbrochen. Ja, mit den Tüten waren wir auch fertig soweit. Könnt ihr auch, wenn ihr sowas braucht, gerne bei mir erwerben. Ich werde sie aber nicht im Shop reinstellen. Also, das habe ich eigentlich nicht vor. Die gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Größen. Ich weiß ja nicht, ob ihr wirklich Interesse daran habt, sonst könnt ihr mir das gerne unterschreiben, ob ihr Interesse an so Tüten, an so Beuteln habt, selbstklebende Beutel. Die würde ich sonst auch einstellen. Irgendwann. Es gibt im Moment echt genug, was ich einstellen möchte, nur ich komme im Moment im Shop überhaupt nicht mehr hinterher, weil ja so ein Ansturm war. Also nächsten Monat die Hauls werden auch sehr extrem sein, weil ich zum Beispiel von einigen Sachen 30 Mal was bestellen muss und so. Werde ich euch natürlich nicht alles zeigen, aber vom Wert her sind die sehr extrem.
Das ist ja jetzt schon sehr heftig und ich musste jetzt in meiner Gruppe auch ein bisschen was ändern. Also vorher war es so, dass ihr die Rechnung am 28. bekommt und gleich bezahlt und also oder innerhalb von 7 Tagen eben bezahlen tut. Und dann werde ich auch gleich bestellen. Also bevor das Geld überhaupt bei mir drauf ist, bestelle ich. Also bestellte ich eigentlich immer. Deswegen ist es immer relativ zügig noch hier. Jetzt muss ich es aber wirklich so machen, dass ich 7 Tage warten tue, definitiv. Und alles, was bis da auf meinem Konto ist, wird auch bestellt. Alles, was bis da nicht drauf ist, wird frühestens nächsten Monat bestellt. Also ich kann das nicht anders machen mehr. Ich biete dadurch jetzt auch PayPal an, damit das schneller geht. Alles mit dem Überweisen und so. Und anders kann ich es nicht mehr, weil ich es ja auch nicht vorlegen kann komplett. Weil der Monat wirklich extrem ist. Ich wollte sonst erst in 2 Monatsbestellungen spalten. Also einmal abrechnen am 15. und einmal am 28. oder so. Aber die Mitglieder haben sich komplett einstimmig dafür entschieden, dass ich das dann so mache wie in meiner ersten Variante. Also dass ich das wirklich 7 Tage warten tue und dann erst bestellen tue. Da waren sich alle einig und ja, deswegen mache ich das natürlich jetzt auch so. Ich werde euch erstmal weiter die Bestellung zeigen. Ich laber hier nur. Und zwar einmal haben wir hier so ein Set. Das möchte ich jetzt auch erstmal nicht weiter rausholen. Oder doch, ich hole es raus, weil ich hole es sowieso raus zum Verschicken. Das habe ich für ein Design-Team-Mitglied mitbestellt. Das möchte ich soweit relativ alles reinpacken. Das fand ich ganz schön, weil das alles so in einem Set zusammen ist. Da wollte ich euch mal zeigen, was in diesem Set enthalten ist. Das könnt ihr bei mir auch kaufen, dieses Set so zusammen. Entschuldigung, das war wieder mal das Stativ. Und zwar sind das einmal Schneidebögen. Also die muss man wirklich selber ausschneiden. In so Winter, Weihnachten schon so ein bisschen. Ich wollte das auch ein bisschen winterlich halten, schon ein bisschen. Den hier. Dann diesen Block Jingle Bells. Den kennt man, denke ich mal. Der ist von Marianne Design. So wie ich glaube, alles andere auch. Ja, ist alles von Marianne Design. Da seht ihr auch die Motive. Also ich werde den jetzt nicht aufmachen. Dann haben wir hier eine Stanze mit Stempel. Die glaube ich, kann ich auch einzeln kaufen. Wie die anderen Sachen natürlich auch. Also, die müsst ihr auch einzeln geben. Falls ihr Interesse daran habt, müsst ihr mich anschreiben. Genauso wie für das Paket. Dann haben wir hier so einen Stempel. Und dann haben wir noch diese Sterne. Die sind auch sehr hübsch. Ja, und das ist alles in diesem einen Paket. Und wie gesagt, das schicke ich der Einlieben. Das geht zu Lisa wahrscheinlich. Ich weiß jetzt ihren Kanal nicht genau, aber wenn ich dran denke, werde ich die beiden Kanäle, weil wir haben jetzt mittlerweile haben wir 3 Design-Team-Mitglieder. Ja, und ich werde euch auf jeden Fall die Kanäle von allen dreien, also von Sandy, von Lisa und von Mel, werde ich euch alle verlinken unten in der Infobox. Wenn ich dran denke, bitte erinnert mich sonst auf jeden Fall dran, ne? Ist ganz wichtig. Ich werde auch in einem Video, denke ich mal, alle einmal vorstellen jetzt, weil wir ja jetzt komplett sind. Dann hatte ich das eigentlich mal vor. So, und ich werde das erstmal so wegpacken. Falls ihr was quietschen hört, das ist der Stuhl. Habe ich hier, das ist auch fürs Kreativpack, so eine Schmetterlingssticker. Ich wollte eigentlich erst andere Sachen haben. Ich hatte mir echt was anderes aufgeschrieben. Aber leider gab es das nachher nicht mehr. Das war ausverkauft. Und ja, dann habe ich mich schnell umentschieden und habe hier trotzdem was Ähnliches genommen. Also das waren jetzt einzelne, so wie Papierblumen, so eine Schmetterlinge waren das. Die waren richtig cool eigentlich. Hätte ich sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Aber leider gab es die nicht. Und ja, dann habe ich diese mitbestellt. Sind auch Schmetterlinge und eben Sticker. Und ja,
passt ganz gut, glaube ich. Dann habe ich fürs Kreativpack einmal diesen Block hier. Den habe ich zweimal. Immer so viel, wie ich dieses Paket brauche. Weil ich habe ein großes Kreativpack jeden zweiten Monat und ein kleines. Und das ist, glaube ich, ja, das müsste der Block vom großen Paket sein. Und das große habe ich zweimal verkauft den Monat und daher habe ich den Block zweimal. So handhabe ich das jetzt immer. Die Sachen werden sich auch nächsten Monat ein bisschen ändern, auf jeden Fall. Also ich werde nicht jeden Monat komplett das gleiche reinnehmen, aber es sollte relativ so bleiben. Aber es kann immer sein, dass die Sachen ausverkauft sind oder so und dann packe ich natürlich andere Sachen rein. Also es ist nie sicher, dass ihr jeden nächsten Monat wieder das gleiche bekommt wie den Monat davor. Weil es gibt das Paket eben, wie gesagt, zwei Monate, das gleiche Thema und eigentlich auch relativ die gleichen Sachen. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, ob das nächsten Monat ausverkauft ist. Von daher werde ich dann was anderes reinpacken. Und daher kann es auch sein, dass andere Sachen nächsten Monat mit dabei sind. Und das Kreativpack ist auch sehr, sehr, sehr gut angekommen. Also ich habe jetzt schon so viele Vorbestellungen noch wieder dafür. Das ist schon echt extrem. Ich habe heute Sprachfehler. Ja, ihr seht hoffentlich auch die Farben. Das sollte alles so herbstlich sein. Also das Kreativpack ist Herbst, Halloween angehaucht. Hauptsächlich herbstlich. Die nächsten Sachen, das kommen erst noch bei Scrapberry. Also ich habe bei ihm hier und bei Scrapberry bestellt dafür. Dann haben wir natürlich noch einen anderen Block. Das ist natürlich für das kleine Paket denn. Und das kleine Paket habe ich eben auch ein paar Mal verkauft und so oft habe ich das dann auch bestellt. Also habe ich ein paar Mal. Ist fast der gleiche Block, ist auch A4. Sind eben nur andere Papiere drin. Sind auch 12 Sheets, so wie in dem anderen. Alles so herbstlich angehaucht. Also ich, wie gesagt, ich kann die auch nicht auspacken jetzt. Das möchte ich auch nicht. Dann habe ich auch fürs Kreativpack, das ist für das große Kreativpack wieder. Aber wie gesagt, ich werde euch da sowieso noch ein komplettes Video machen zum Kreativpack. Das werde ich auch jeden zweiten Monat jetzt machen, denke ich mal. Oder vielleicht sogar jeden Monat, ich weiß es nicht genau. Kommt drauf an, ob sich viel ändern tut. Ja, da kann ich euch mal kurz mit reinnehmen, diesen Stanzblock. Das ist doch ein Stanzblock, oder? Das ist ein Schneid, nee, Stanz. Nee, das ist ein Stanzblock. Ach, hier sind, hier so könnt ihr das machen. Aber man muss es natürlich nicht so machen. Also ich finde es immer cooler, wenn man die Sachen so verwenden tut. Mache ich mittlerweile auch nur noch so. Ich werde euch versuchen, die Sachen mal ein bisschen zu zeigen. Das ist irgendwie vom Platz her nicht ganz möglich. Also ich finde diesen Block auch echt ganz schön. Ich habe versucht, ein bisschen herbstlich rauszusuchen. Aber man erkennt eben nicht allzu viel, was da wirklich drin ist an Standsachen nachher. Ich finde ihn aber auf jeden Fall ganz schön und würde den auch auf jeden Fall selber auch bestellen und verwenden, weil ich den echt schön finde. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hier sind auch noch andere Stanzblöcke, die ich bestellen kann. Die müssten vorrätig sein. Ja. Hier sind auch die einzelnen nochmal. Ist auf jeden Fall richtig cool. Dann auch fürs Kreativpack hauptsächlich. Und ich glaube, diese hier war gedacht für Lisa. War die für Lisa? Ich glaube, die hatte ich für Lisa gedacht. Aber da muss ich erst gucken, wenn alles da ist und so. Weil ich weiß das ehrlich gesagt schon wieder gar nicht mehr so genau, was ich jetzt für Lisa bestellt hatte alles. Ich glaube, das war auch ein bisschen viel, was ich alles bestellt habe. Aber ich werde sehen, was ich wirklich bei ihr reinpacke. Aber da könnt ihr dann auch bei ihr reinschauen, wenn sie ihren Haul hochlädt dazu. Ja, Haul ist es ja auch nicht. Ist ja ein Geschenk sozusagen. Die sind wirklich A4. Finde ich richtig cool. Ich zeige euch sonst das Muster hier nochmal.
Die kann ich auch alle bestellen noch derzeit. Also wer noch eine haben möchte, nächsten Monat ist ja noch nicht so spät. Dann hier die Fledermäuse. Finde ich richtig cool. Die sind süß. Zeige ich euch das mal so. Die habe ich eben ein paar Mal, aber die sind fürs Kreativpack wieder. Das ist eben Halloween-mäßig dann angehaucht ein bisschen. Und diese sind auch fürs Kreativpack. Das ist eben so mit Spinne und mit Spinnennetz. Das ist eben dann so. Das ist eben fürs große Kreativpack denn. Dann habe ich bestellt diese Stempel. Die sind so süß. Die haben sie ganz neu reingekriegt, kurz bevor ich bestellt habe erst. Die haben sie wirklich komplett neu reingehabt. Und ich konnte nicht anders. Ich musste mir diese Stempel unbedingt gleich in den Warenkorb hauen. Also es ging gar nicht. Ich fand die so niedlich. Und ich denke mal, die finden auch viele, viele andere niedlich. Ich denke mal, ich werde die auch im Shop aufnehmen. Aber die werden bestimmt auch sehr schnell wieder ausverkauft sein im Moment. Gehe ich mal von aus, weil die so süß sind. Was jetzt dieses Happy Birthday da drauf zu suchen hat, weiß ich zwar nicht, aber naja. Der Rest ist auf jeden Fall total süß und total herbstlich auch. Und ich habe auch erst überlegt, oh, das könnte man ja auch mit ins Kreativpack mit reinnehmen und so, aber ich weiß noch nicht. Das ist jetzt auch nicht so, ja doch, günstig sind die schon eigentlich. Also eigentlich passen die gut mit rein. Ich bin da wegen nächsten Monat noch am überlegen. Kommt drauf an, ob die ausverkauft sind zum nächsten Monat. Die sind so süß. Und diesen Monat sind auf jeden Fall diese hier drin. Und zwar in dem großen müsste das sein. Das ist dieser Stempel drin. Der ist so schön. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Also den musste ich mit rein haben, weil ich den echt süß fand. Den habe ich auch ein paar Mal bestellt. Ja, zweimal. Also der ist wirklich fürs Große. Dann haben wir hier noch eine Schablone. Und zwar mit Schneeflocken. Ich brauchte unbedingt irgendwas mit Schneeflocken. Ich musste irgendwas haben. Und es wird eigentlich um das Zeit. Ich brauche unbedingt noch einen Stanzer mit Schneeflocke. Ganz, ganz dringend. Dann habe ich diese bestellt. Und zwar sind das auch so Schablonen. Und zwar habe ich gedacht, das ist A4. Ich habe erst habe ich die schon bei Mona bestellt, aber da ich ja bei Mona so lange gewartet habe und jetzt gesehen habe, dass mein Händler die auch hat, ja, habe ich sie mir natürlich mitbestellt, ne? Also, ja, ich habe heute auch meine Bestellung bekommen von Mona. Leider immer noch nicht vollständig. Also ich weiß nicht, was da los ist bei ihren Händlern. Sie schreibt jedenfalls, dass das immer noch nicht dabei war bei ihrer Lieferung und ja, ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Ich kenne das Problem mit den Händlern irgendwie schon, aber es ist auch echt frustrierend mittlerweile, weil ich habe jetzt echt ja gute über 1,5 Monate gewartet auf die Bestellung und sie ist immer noch nicht vollständig. Und das ist schon echt heftig. Finde ich sehr schade, aber ich denke mal, dass sie selber ja auch nichts dafür kann. Ja, einfach mal abwarten, wann der Rest dann kommt. Ich werde da auch kein Haul zu drehen, weil ehrlich gesagt ist mir die Lust daran vergangen. So, die habe ich noch. Nee, das war nicht die gleiche. Nee, die gleiche habe ich jetzt beim Monat nicht mit bei gehabt, glaube ich. Weil ich hatte nämlich bei ihr, glaube ich, auch zwei bestellt. Und eine war jetzt nur mitgeliefert worden. Die habe ich jetzt auch nicht mehr hier. Nee, die ist schon weggepackt. Ja. Aber ich kann diese auf jeden Fall bestellen. Davon gibt es, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene. Die sind cool. Eine habe ich gedacht für Sandy wahrscheinlich. Das wird Sandy denn ja sehen in ihrem Kreativpack, also in ihrem, nicht Kreativpack, sondern Designpaket. Weil Sandy und wie die anderen bekommen ja alle jetzt ein neues Designpaket und ja, ihres wird sehr umfangreich sein für Sandy. Mal gucken, was sie dann damit anstellt. Und ich vor allem auch. Dann habe ich hier Stanzen. Ja, und Magnete. Und zwar einmal haben wir diese. Die ist so niedlich. Die musste auch unbedingt mit rein. Ich fand die irgendwie süß. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich glaube ringsrum, dass es einzeln so
wie ich das sehe. Das heißt, man könnte es sogar fast als Pocket-Letter-Karte nehmen, aber leider hat es nicht die gleiche Größe. Nee, es hat nicht die gleiche Größe. Sonst wäre ja echt cool gewesen, wenn das jetzt auch Pocket-Letter-Kartenmäßig gegangen wäre. Ist leider nicht der Fall. Die ist aber trotzdem total süß. Und dann habe ich noch diese hier. Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Also da muss ich erst sortieren, wenn alles hier ist. Weil ich glaube, diese sind fürs Kreativpack. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Doch die müsste auch fürs Kreativpack sein. Und zwar habe ich immer angeboten mit Stempel oder Stanze. Konnte man sich ja aussuchen. Dann habe ich diese Stanze und die habe ich jetzt auch neu mit drin. Die habe ich auch schon definitiv in meiner Gruppe drin. Die kann man bestellen bei mir komplett. Müsst ihr nur kommentieren. Pocketletter-Karte. ACT. Also sind zwei verschiedene Größen. Und diese Swills finde ich total mega. Und die ist auch echt nicht teuer. Seht ihr da hinten auch nochmal. Und es gibt auch den Stempel hier dazu. Den habe ich auch mit drin. Der ist für ATC-Karten besonders schön. Ja, ich werde mir die auf jeden Fall auch noch holen. Diese ist jetzt für eine liebe Kundin. Die habe ich schon mal mitbestellt, weil die hatte sie eigentlich erst für nächsten Monat bestellt. Aber die habe ich jetzt schon mitbestellt, da ich Angst hatte, dass die ausverkauft ist sonst. Dann habe ich Magnete. Und zwar kann ich ab jetzt auch Magnete bestellen. Ich habe Magnete gefunden bei meinem neuen Händler. Extra starke Magnete. 10x2 mm sind die. Sind 8 Stück. Genau, 8 Stück auf der Platte. Seht ihr? Ich kann zur Not, wenn ihr Interesse daran habt, auch dünnere bestellen. Allerdings dauert dafür der Versand mindestens 2 Monate. Also anders kann ich es nicht. Ich kann gucken, ob ich es vielleicht günstiger bekomme. Also schneller bekommen noch irgendwie. Aber ich wüsste nicht wo. Ja. Hier sind wie gesagt 8 Stück drauf. 2 mm finde ich noch relativ doll. 1 mm wäre für Scrapbook-Sachen auf jeden Fall schöner. Aber die habe ich jetzt mitbestellt, weil die sich jemand gewünscht hat. Und dann habe ich jetzt hier diese. Und zwar sind die 12x2 mm. Das sind so eine schwarzen. Und die habe ich jetzt für mich mitbestellt. Da sind 12 Stück drin. Die möchte ich haben für Magnete selber machen, also zum hinten ran kleben, so für Resinteile und sowas. Weil ich habe solche Magnete nicht, gar nicht. Und deswegen habe ich sie mir jetzt erstmal mitbestellt und ja. Mal gucken, ob, was ich damit mache. Klebt alles zusammen hier. Dann geht's weiter. Und zwar haben wir hier so eine Stamps. Das sind diese Blütenstamps. Die waren letzten Monat ausverkauft. Die wollte ich aber unbedingt mit haben. Die haben auch ein paar Cent gekostet. Also ganz ehrlich. Die wollte ich unbedingt schon die ganze Zeit haben. Und bei Doreen Beats waren mir die immer so teuer. Weil ich weiß auch bei Doreen Beats nicht genau, wie viel da mitkommt. Weil es steht nichts dazu. Und die kosten irgendwie 3, 4 Euro oder so. Lass mich jetzt nicht lügen. Könnte auch mehr sein. Und ich weiß eben wirklich nicht, wie viel da mitgeliefert wird. Und ja, dann hat mir das vollkommen ausgereicht, weil das reicht eine Weile. Ganz ehrlich. Ich wollte die ganz kleinen haben und das sind die. Die haben sie, glaube ich, auch in anderen Farben oder so. Falls ihr da dran Interesse habt, könnt ihr mich da echt anschreiben. Zur Not bestelle ich die oder werde die auch mit reinstellen oder so. Muss ich mal gucken. Dann haben wir diese süßen, ja, Handysticker oder so sollen das, glaube ich, sein. Die sind so knuffig und die habe ich für Sandy gedacht. Da würde sie sich bestimmt mega freuen, wenn sie die mit drin hat, weil die echt so knuffig sind. Die sind richtig, richtig niedlich. Also ich denke mal, da habe ich ihren Geschmack getroffen. Dann haben wir hier fürs Kreativpack sind diese Sachen wieder. Das sind Stempel. Und zwar könnt ihr euch das so aufbauen. Finde ich auch richtig, richtig cool. Sind so Weintrauben und hier Eichel und Blümchen und Blätter und hier so eine Lampe. Finde ich top. Hier ist sogar so ein Bienchen, das auch gefällt mir. Und das hat sich die liebe Sandy gewünscht. Ich habe mehrere von diesen Sets drin. Die sind so knuffig, die sind allerdings auch echt teuer. Also muss ich euch wirklich sagen. Es gibt auch die Stanzen dazu, zu diesen Sets, aber die sind auch fast immer vergriffen und teuer wie Arsch. Also ich finde sie zumindest relativ teuer. Würde sie mir, glaube ich, aber trotzdem kaufen. Ja, die Stanzen jetzt vielleicht nicht, aber die Stempel, die finde ich auch so mega süß. Also wer auf Halloween steht, muss ich unbedingt diese Stempel besorgen. Ich kann die sonst auch jetzt nächsten Monat bestellen, wenn sie lieferbar sind. Ich weiß es aber jetzt nicht vorher. Also ich kann euch das wirklich vorher nicht sagen, ob die lieferbar sind.
fahre ich immer erst kurz vorher, weil ich es ja dann erst sehen tue. Nur bei dem sehe ich es wenigstens gleich, ob da noch was da ist oder nicht. Finde ich immer ganz gut. Und die sind aber, wie gesagt, nicht so günstig. Also wer daran Interesse hat, muss mich anschreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich sie den Monat noch rein machen werde in den Shop. Dann habe ich hier Wassertankpinsel. Und zwar sind das die ganz normalen, dünnen, na dünnen jetzt nicht, hier die Dreier-Set, Mittel, Small und Light oder Large. Large ist das, ne? Also, ja, dick eben. Ihr seht es auch, den Unterschied, denke ich. Habe ich auch. Ich bin aber mittlerweile nicht mehr zufrieden damit. Also ich weiß nicht, ob die Kundin damit zufrieden ist. Wenn du nicht damit zufrieden sein solltest, sag es. Denn kann ich auch noch einen anderen bestellen. Dann haben wir ja noch die Einzelvariante. Mal schauen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass du das Video gucken wirst. Und dann habe ich hier noch was Neues. Und zwar ist das der Glue Pen. Den haben sie letzten Monat leider nicht gehabt. Der war ausverkauft. Und zwar ist das ein Stift, womit man kleben kann. Und zwar richtig schön präzise. Ich habe ihn selber noch nicht getestet. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch einen mitbestellt für mich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das muss ich zum Schluss sehen oder muss mal reingucken, wie viel da bestellt war. Den Monat. Aber den könnte ich sonst immer ausprobieren. So, jetzt kann ich natürlich nicht ausprobieren. Dann ein bisschen zur Seite packen. Ich habe jetzt auch nichts vorher ja aufgemacht oder so dort. Ich habe wirklich nur kurz reingeguckt vorhin. Das kam vorhin an. Und ja. Hier haben wir wieder ein paar Sprühflaschen. Und zwar einmal fürs große Kreativpack. Ich glaube fürs große was. Und zwar ist es so ein Metallic Orange. Das habe ich gedacht, das passt richtig schön zu Halloween, Herbst so. Und deswegen habe ich das Orange gewählt. Das ist mega hübsch. Ist hier auch orange. Und es müsste, ja, dreimal orange. Dann haben wir hier Antique Gold. Das habe ich einmal für mich und einmal für Sandy mitbestellt. Man sieht den Effekt hier jetzt leider nicht. So, ich wurde mal wieder unterbrochen. Ja, es kam mal wieder Besuch. Keine Ahnung, die nicht hergehört. Ja, wir waren bei dem Antique Gold, bei den Sprays. Ja, man sieht den Effekt jetzt nicht wirklich. Das ist aber so ein, ja, so grün-goldener Schimmer, irgendwie so ganz komisch. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Muss ich unbedingt ausprobieren, wie das wirklich aussehen tut. Finde ich sonst für Buchcover zum Beispiel vielleicht auch ganz cool. Und dann haben wir hier noch einmal ein silbernes. Also die müssen erst richtig aufgeschüttelt werden anscheinend. Kenne ich sonst so gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall Silber. Steht, glaube ich, Silber drauf, ja. Das habe ich für Lisa, glaube ich, gedacht. Wollte ich ihr mitschicken. Zum Designpaket. Eigentlich kann ich da gleich noch mehr reinschicken. Kriegt das nicht alles eins und rum. Dann habe ich hier wieder Glitzer und zwar ist das der gleiche wie letztes Mal. Den habe ich auch, ich glaube, fürs Kreativpack hatte ich das gedacht. Dann habe ich hier auch einmal Inka Gold wieder bei. Und zwar ist das Rosenquarz, das habe ich für die liebes Handy mitbestellt. Die waren fast alle ausverkauft, die Farben. Also Angela, es tut mir auch wirklich leid, aber deine Farben sind auch ausverkauft den Monat. Aber ich werde sie definitiv nachschicken, nächsten Monat denn. So, dann habe ich noch hier so ein kleines Falzbrett. Das ist mit Inch- und Zentimeter-Angaben. Mit Falzbein auf der Seite und hier einen Eckenabrunder und hier so ein ja, Envelope, also hier. Ich zeige euch das auf der anderen Seite. Da seht ihr das nämlich gut.
Eben einmal so und einmal so. Und ich finde den Hammer cool. Ich habe mir den selber auch schon gekauft. Benutzt den auch. Und hier ist das noch so embossen. Könnt ihr das auch? Also das Falzbein ist für zwei Arten gut. Einmal zum Falzen eben und einmal auf dieser anderen Seite zum Embossen. Könnt ihr das noch eingravieren so. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich benutze dieses Board auch ganz viel mittlerweile. Also ich habe mein altes schon ewig und 3 Jahre nicht mehr benutzt. Also ich habe hier ein 30x30, ein ganz großes, aber leider nur mit Inch-Angaben. Und ich habe hier dieses kleine und ich benutze jetzt nur noch dieses kleine, seitdem ich das habe. Und das ist mega. Könnt ihr bei mir kaufen für 10,50 Euro. Ich glaube, ich bin ja vom Preis her am besten. Also ich habe mal verglichen und bin definitiv unter den anderen. Mal kurz ein bisschen einpacken hier. So. Dann habe ich bestellt und ich bin so froh, dass ich ihn bekommen habe. Ich habe extra gewartet noch mit der Bestellung, bis der lieferbar war. Ein Embossing-Föhn. Für, ja, es geht. Also, ich kann euch jetzt keinen genauen Preis sagen, weil ich es noch nicht ausgerechnet habe, wie viel er bei mir kosten würde. Aber ihr könnt ihn definitiv bei mir erwerben, weil es gibt ihn bei meinem Händler. Es ist eben ein Embossing-Föhn zum, ja, Embossen eigentlich. Also mit diesem Embossing-Pulver. Aber man kann ihn eben auch benutzen zum Trocknen. Oder. Es gibt auch echt einige Möglichkeiten. Ich würde ihn auch unbedingt ausprobieren. Bin richtig froh, dass ich ihn jetzt habe, weil ich habe schon so oft gedacht, oh, leider kann ich es jetzt nicht trocknen oder ich kann jetzt nicht einfach so embossen. Ich habe das sonst mit einem Toaster gemacht. Oder über die Herdplatte oder so. Und es war immer wirklich sehr aufwendig. Und so kann man wirklich an seinem Schreibtisch sitzen bleiben und das hier machen. Und das finde ich viel, viel besser. Dann habe ich wieder mitbestellt Glue Dots. Einmal in 4 mm. Die gibt es auch noch in 6 mm. Hier sind 110 Stück drin. Und einmal Glue Dots Mini 0,8 mm. 32.000 sind da drin. Kann ich euch allerdings nicht viel zu zeigen. Da ist wirklich nur eine Rolle drin und man sieht es nicht. Aber wer Glue Dots kennt, sonst könnt ihr das mal bei Google eingeben. Die könnt ihr jedenfalls bei mir kaufen und ja, die sind auch sehr begehrt, muss ich sagen. Dann gibt es bei mir oder könnt ihr bei mir bestellen, auch diese Acrylblöcke. Die hat jetzt auch jemand nachgefragt wegen Acrylblöcke und da habe ich ein bisschen was vorgeschlagen. Und sie hat sich entschieden für dieses Dreier-Set, das irgendwie nicht richtig zusammenhält. Keine Ahnung. Jedenfalls sind die auch richtig schwer. Das ist eben eins mit 7x7 cm, dann eins mit 10x10 und eins mal 13x16 cm. Und der 13x16, also der müsste echt für fast alle Stempel wirklich was taugen. Für die meisten Fälle reicht dieser. Und für viele auch der. Also ich bin selber auch am überlegen, ob ich mir das Set nochmal besorgen tue. Weil ich es richtig cool finde, weil ich keinen großen Acrylblock habe. Ich habe wirklich nur so einen kleinen Dreh. Und ich benutze für die ganz großen Stempel immer CD-Hüllen. Geht auch ganz gut. Aber ja, damit natürlich besser. Dann habe ich bestellt ganz viel Klebeband. Und zwar haben wir einmal normales Klebeband. 20 Meter und 9 mm. Ganz normales doppelseitiges Klebeband ist das. 20 Meter drauf ist echt in Ordnung für den Preis. Und dann habe ich Tacky Tape. Tacky Tape könnt ihr mal bei mir kaufen von 3 mm bis 15 mm, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 15 mm gibt es die Rollen. Und ich habe hier jetzt bestellt 9 mm. Sind immer jeweils 10 Meter drauf. Alles 9 mm. Ich glaube 6 mm war auch ausverkauft. Ja, 6 mm war ausverkauft. Ich habe jetzt hier nur noch 3 mm. Den anderen sind gar nicht bestellt worden. Zumindest letzten Monat nicht. Hier 3 mm noch. Hier. Davon ganz, ganz viele Rollen. Also hier. Könnt ihr sehen.
Das könnt ihr bei mir weiterhin erwerben. Ja, und das war's auch bei diesem Händler. Also mehr habe ich bei dem Händler nicht. Ich habe jetzt nur noch einen anderen Händler, aber den muss ich kurz erst holen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe den anderen Händler hier. Ist nicht allzu viel, also nur so ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal hier wieder Stempelkissen, Tuxedo Black von Memento. Das wird eigentlich jeden Monat bestellt. Habe ich hier. Dann einen Stanzer. Schmetterling. Davon habe ich auch ganz, ganz viele drin. Ich kann auch größere bestellen, aber im Moment habe ich nur die kleinen drin. Dann habe ich ja Fimo. Ganz viel Fimo. Und zwar habe ich hier Fimo Pulver. Und zwar einmal in Kupfer. Oder Gold. Nee, das ist Gold jetzt. Ich kann das auch noch in Silber bestellen. Und in Kupfer. Oder Bronze ist es ja. Werde ich mir, glaube ich, auch nochmal bestellen. Habe ich jetzt auch fürs Design-Team jetzt nochmal mitbestellt. Für die liebe Mel. Die freut sich hoffentlich darüber. Die hat sowas nämlich noch nicht. Und dann Fimo in verschiedenen Farben. Wieder indisch-rot. Weiß. Das glaube ich weiß, ja. Dann haben wir hier Schokolade. Ich habe wieder die ganzen Farben. Die sind, glaube ich, fast alle für nächsten Monat schon vorbestellt. Aber ich hätte den Dings sonst nicht zusammenbekommen. Blau Achat. Ein paar Sachen sind davon auch für die liebe Mel. Dann transparent blau. Also ja, das müsste Rose sein, ja. Und Jade. Noch mehr Weiß und Rosenquarz. Noch mehr Rosenquarz. Dann haben wir hier noch Metallic Rubinrot. Und Vanille, die Nachtleuchtfarbe haben wir hier. Dann haben wir Apfelgrün. Dann haben wir Eiskristallblau. Metallic Perlmutt. Finde ich auch eine richtig tolle Farbe. Habe ich nur selber noch nie gesehen, dass, also wenn die gebacken ist. Dann haben wir hier Smaragd. Dieses Grün. Sieht auch mal richtig cool aus. Hier haben wir nochmal Nachtleucht. Und dann haben wir hier noch Metallic Silber. Und Metallic Perlmut nochmal. Ist das jetzt das gleiche? Ja, das gleiche, gut. Und dann habe ich noch zwei ja, Standschablonen und dann war es das auch schon wieder. Für diesen Monat von den Händlern. Zumindest von diesen Händlern. Wie gesagt, Swapberry und Doreen Blitz kommen noch. Und zwar sind das die beiden. Einmal hier die Wellen und einmal diese Labels, die habe ich schon öfter bestellt, glaube ich, mittlerweile. Ich finde, die sind auch von der Größe her immer relativ schön. Ja, kann man auf jeden Fall bestellen. Kann man auch sehr gut verwenden. Ich habe diese zum Beispiel selber auch und benutze sie sehr, sehr gerne. Ja, das war das von diesem Händler. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video dann wieder. Tschüss!